Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werden wir mal random Creative Lobbies spielen, beziehungsweise random Spielwiese Lobbies. Da man ja sonst nicht auf random Lobbys raufkommt. Deshalb muss man es immer in der Spielwiese machen, weil man da ja auf Aufhören stellen kann. Wir werden jetzt ein bisschen Solo spielen und hoffen natürlich, dass keiner vorher die Map startet, whatever. Vielleicht kennt ihr es ja, wenn ihr selbst das öfter mal so spielt. Dass wenigstens die Hälfte der Lobby voll wäre. Wäre nice. So rum. 7 Leute sind drauf. Kommen noch ein paar. Ich meine, 5 Sekunden startet es automatisch. Wäre aber nice, wenn immer vorher wirklich keiner startet. 10 Leute sind drin. Mit 10 Leuten gestartet. Ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Sollte auf jeden Fall eine ganz gute Runde sein. Ich hatte das schon ordentlich wirklich versucht aufzunehmen, aber es lief nichts. Ich habe ordentlich versucht, Solo aufzunehmen. Insgesamt, glaube ich, 5 Stunden. Später habe ich dann nochmal versucht, eine Deathrun aufzunehmen. War super schwierig. Man sollte eben halt auch nicht, wenn man Deathruns nicht kann und sie selten spielt, sollte man keinen schweren Deathrun spielen, wo schon beisteht, dass er difficult ist. Und dann hatte ich ihn halt aufgenommen. Dann ist am Ende auch noch meine Aufnahme gecrashed, hatte ich immer so absolut gar keinen Bock mehr. Jetzt versuchen wir es mal hier drin. Wie gesagt, 5 Stunden bin ich mittlerweile schon am Aufnehmen. Und wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich natürlich riesig über ein Abo freuen. Und schreibt vielleicht in die Kommentare auch mal rein, was ich noch so aufnehmen könnte. An Videos. Egal, ob es jetzt Fortnite ist, ob es Call of Duty ist, Creative Mode. Schreibt einfach mal gerne rein, was ihr da sehen wollt. Ich werde es natürlich umsetzen, solange es nicht komplett schwierig ist, das umzusetzen. Ich versuche es, wie gesagt, weitestgehend. Würde mich auf jeden Fall auch extrem freuen. Und jetzt müssen wir uns natürlich mal hier ein bisschen auf die Lobby konzentrieren. Bot. Okay. Lieber nicht sagen, nicht, dass Karma wieder zurückschlägt. Der war lost. Der war wirklich lost. Ich bin manchmal natürlich auch so lost, aber naja. Es war eine chillige Runde. Aber hätten noch ein paar mehr Kills sein können. Also, mein Aim war todeslost. Aber er war eben halt nochmal einfach in so einer anderen Dimension lost. Hätte ich mit weniger Damage rausgehen können. Bisschen veraimt. Aber habe ihn ja noch bekommen. Sind jetzt auch nicht die schwersten, glaube ich. Wenn man auf Discord, na, häufig suche ich auch auf Discord nach Creative Lobbies. Dort sind die Gegner schon deutlich schwieriger. Aber es dauert auch häufig eben halt weitaus länger wirklich, um da vernünftige Runden zu finden. Und da ich ja heute so oder so nicht allzu krass in Fortnite drin bin, was so Edits und Aim und alles betrifft, ist auch besser mal einfach gegen ein bisschen schlechtere Spieler zu spielen. Der hat nur gute Shots gedrückt. Schaffen wir alle 5 Runden zu gewinnen. Alles ist auch einfach wieder leer. Das war ein nicer Kill.
Dann sind hier keine Gegner mehr. Gut. Was war jetzt seine Mission? Ah, ich wollte ihn pickaxen. Ich hab's versucht, aber er hatte einfach noch zu viele Leben. Das wäre mir zu unsafe. Wenn ich dann immer halt noch, was weiß ich, 4, 5 Schläge gebraucht hätte, um ihn zu killen. Dafür hat er jetzt zu gutes Aim. Das ist ein Bot schon wieder neben mir. Kein richtiger Bot, aber ein schlechter Spieler. Mann, ich wollte ein bisschen mit ihm spielen, aber er rennt einfach weg von mir. Ich wollte ihm so ein bisschen eine Chance lassen. Soll ich beim nächsten Mal dann einfach besser sein lassen. Warum hat er mir so viel Damage gegeben? Ja, 2 Biggies schnell gönnen. Dann passt das wieder. Uff. Belastende Situation. Denn ist auch noch einer. Sechziger Headshot. Wo ist der Gegner? Wahrscheinlich da unten irgendwo unter der Treppe oder so. Ich muss ihn hochlassen. Ich muss ihn hochlassen. Ja. Hat er ihm halt einfach wieder komplett verkackt. Ich habe ihm immerhin die Chance gelassen, aber was soll man machen, wenn er es nicht mal schafft? Es ist wirklich immer interessant zu sehen, was so Turtle-Skills von etwas schlechteren Spielern sind. Eine 200er Bump gegeben. Ja, Bruder. Da war ich ein bisschen zu aggressiv. So, letzte Runde jetzt. Soll ich vielleicht mal bedenken, dass ja die Gegner meistens eben halt eine Pump haben, womit die eben halt easy auch mal 200er Pumps geben können. Er gibt mir schon wieder 200 per Pump. Safe, dass er einem Controller-Spieler und Auto-Aim regelt, ne? So unheimlich obvious. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin, ciao.